Hallöchen, Pöpöchen. Hier ist Danergy. Was geht ab? Wow, 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 wow. Ihr habt mir so viel kommentiert, so viel geschrieben. Leute, ich danke euch sowas von. Es freut mich so sehr. Und ich bin so motiviert, euch noch mehr zu geben. Deswegen, Leute, macht weiter so. Like diese Videos. Und ich find's voll cool von euch. Es geht heute richtig los. Let's go! Kannst du meinen Namen singen? Blabi Halunda, Blabi Halunda, Bali. Lunde. Wer ist besser? Bülent Ceylan oder Kayayana? Bülent Ceylan oder Kayayana. Ich mag Bülent Ceylan eigentlich auch sehr cool. Er ist später dran gekommen, aber Kayayana ist ja schon richtig oldschool und deswegen feiere ich eigentlich Kayayana erstmal mehr. Bist du schwul oder was? Ich finde Bülent Ceylan auch derbe lustig. Dann wollen wir mal Hotdogs essen gehen? Ey, und sag mal George, dass ich ihm Brownies backe. Du weißt Bescheid, was ich mag. Ja, können wir auf jeden Fall mal treffen alle und gehen dann einfach mal alle Hotdog essen. Ich liebe Hotdogs. Ey, yo, George, ich hab jemanden gefunden, der die Brownies endlich backt. Oh, lecker, Brownies? Ja, Mann. Brownies, really? Macht sie auf jeden Fall. You lying also, to me. Du hast jetzt you versprochen, to ne? Me. George, sie macht es. Oh, really? Wow. Kein Problem. Thank you. Kannst du auch crumpen? Ich liebe deine Videos. Ja, das ist so eine Sache. Ich tanze wirklich viele Richtungen so, die ich auch mag. Ich mag eigentlich alles so. Ich verbinde alles mit Tanzen. Crump ist halt so eine Richtung, die halt sehr beschwer ist. Hip-Hop und House und Breakdance ist alles eigentlich auch schwer, natürlich. Ist auf jeden Fall Breakdance auch sozusagen eine der schwersten Sachen so, aber Crump ist halt so, du brauchst halt voll die Einstellung. Bei mir ist so, ich hab's öfters versucht, aber es ist derbe schwer. Okay, ich hab richtig Bock drauf, aber ich will jetzt nicht unnötig vortanzen, weil ich meine, wenn ich dann das mache, dann lachen mich alle Leute aus, weil ich scheiße tanze, crumpen. Ich kann das nicht. Weißt du? Das wäre entspann dich. Vielleicht irgendwann, vielleicht mit anderen Leuten zusammen. Immer kommt Antoine, Alter. Ich weiß nicht, warum ich Antoine immer mache. Teddy hat mich richtig inspiriert, Leute. Läuft bei dir, kann das sein? Oder bei mir läuft so richtig doll, 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 doll. Doll, doll. Kannst du mich mal grüßen, PS Melissa? Hi Melissa, hi! Hallo Melissa, grüß dich! Wie sieht eigentlich George die ganze Sache? Du meinst zu Bro-Lesson und Sis-Lesson, oder? Yo George, komm mal her! Ja, jemand will was sagen, also zu dir. Die wollen einfach deine Meinung zu Bro-Lesson und Lesson. It's all just this Bro-Lesson and Sis-Lesson. Yes, Daniel, I will talk about them. You know, it's just fucked up, you know? Because this Bro-Lesson and Sis-Lesson doesn't make sense, you know? Because you're fucked up, man, Daniel. Because you're going like you're the professor and you're like a you know the film of Will Smith like the date doctor. You're not a date doctor, you know? You're just Danergy from hometown in Hamburg, you know? You're just a small YouTuber who can't snakes. Also Dame, I talk too much, you know? I talk to really too much, you know? This format in German is good, man. Habt ihr die Formate noch nicht gesehen? Dann guckt einfach mal in den letzten Videos. Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist dein Lieblingslied von Shah Rukh Khan? Was mein Lieblingslied von Shah Rukh Khan ist, ich kann das jetzt nicht posten, sonst wieder GEMA. Surachu Hamatam Jali Jelin Lega Asumahi Hai Kyubi Gelin Lega. Warum machst du Videos mit Joker wieder? Wenn die Sonnenmonde sich treffen, wenn der Hund Wurf sagt, die Katze miau miau. Und die Kuh sagt, ach, dann werdet sich Joker und Danergy zu einem Video vereinbaren. Die Frage ist wann? Ich weiß noch nicht. Kannst du mal eine Kanackenweiber-Szene nachspielen? Neben meinem Bruder gibt es halt noch meine Schwester und die ist halt von meinem Vaters Seite. Ja, meine Schwester heißt Güle. Sie heißt Güle, weil, ja, mein Vaters Seite ist halt britisch, türkisch, serbisch und halt andere Sachen noch, die ich nicht kenne, aber... Ja, es kann sein, ich hab halt, weiß halt nicht, wie viele Geschwister ich habe. Die sind halt überall auf der Welt verstreut und ich wohne halt mit George, den kennt ihr ja schon, und mit Güle. Güle! Güle! Wallah, halt's Maul, erstmal das, egal, ich hab grad nichts an, aber egal, ich mach mal auch Oberteil einfach so, okay? Guck mal, Wallah, erstens, Daniel, halt dein Maul. Zweitens... George, du hältst auch deinen Maul. Drittens, ich bin Queen und ihr alle seid meine Untertanen. Spaß und so. Du hast mich gefragt, ob er ein Kanackenmädchen machen will. Sagst du damit, dass ich ein Kanackenmädchen bin, Wallah? Sagst du? Sagst du, Mädchen? Was denkst du, wer du bist, Mädchen? Entspann dich mal, Wallah. Ich hau dich gleich in deine Klatsche. Komm nächstes Mal Bushaltestelle, ich hau dich. Mach mal nicht auf teuer, wer hat dich angelogen? Heißt Güle, Spitzname, Güle mit Ü-Ü-Doppel-Ü. Punkt, nicht Doppel-Ü, du Knecht.
Egal, Wallah, scheiß drauf. Ja, okay, dann gehe ich jetzt wieder. Grüß zu Hause, mach keinen Scheiße. Wir sehen uns. Peace. Entspann dich jetzt mal. Digga, Mann. Kommen wir zur letzten Frage. Kannst du auch mal so einen Song machen wie Kelly mit Kelly kackt? I'm a cuck in my toilet. Energy cuck. Yo, ich hoffe, das heutige D-Friday hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da und kommentiert mit einer nächsten Frage für nächsten Freitag. Und dann sehen wir uns. Wow.